Und damit begrüße ich euch auf das Allerintensivste hier auf meinem Kanal Dennis Gaming zu einer neuen Runde Anno 1800. Ich weiß gar nicht, warum die Zeit auf 3 gestanden hat. Ist aber nicht so wild. Wir machen da weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Okay. Einwohneraufgabe. Meine Frau meinte, ich könnte sie ja mal fragen. Arbeiter bietet Ihnen eine Lieferaufgabe an. Ja, aber wie viel? Wir würden ungern den 6. Ah, Tonnen anhauen. Sind das wahrscheinlich, ne? Ja, komm, ist egal. Was gibt's, Boss? Nicht übel, Boss, wirklich. Gut, komm, wir sind ja mal gar nicht so. Als nächstes kümmern wir uns aber, wie gesagt, oder wie in der letzten Folge besprochen, um die Brotproduktion. Und da müssen wir als allererstes mal die Getreidefarm bauen. Und da habe ich mir gedacht, die setzen wir hier hin. Oder hier. Könnten wir auch hier machen. Ach komm, machen wir hier. Warum nicht? So, und dann würde ich sagen, da können wir auch dieses Lager natürlich direkt nutzen. Und bauen hier irgendwie... Ah ja, guck mal, hier wäre das Lager auch noch mit drin. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Ja, ich würde sagen, machen wir aber hier irgendwie, guck mal, hier direkt am Strand. Da wächst es besonders gut. 144. Weißt du was? Das schöpfen wir auch direkt aus. Das sind jetzt 50. Das sieht aber schick aus, oder? Hundertprozentig. 144. Wow, das sieht aber schick aus, ne? Schön. Schön, schön. Ich habe keine Ahnung, ob jetzt hier eine... Getreidefarm reicht. Ich behaupte mal nicht. Deswegen würde ich sagen tatsächlich, dass wir noch eine zweite bauen. Und die würde ich dann hier hinsetzen wollen. In der Hoffnung, dass sich das hier auch verbindet, ne? Aber es sieht so aus, oder? Bleibt der Zaun dazwischen? Nee, das sieht so aus, als wenn sich das auch sozusagen verbindet. Ne, wie bei den Schafsweiden und so weiter. Ja, guck mal, das ist doch super. Dann setzen wir da noch Büsche dazwischen. Auch mal so ein bisschen schön bauen natürlich, ne? Ja, guck mal, das ist doch super. Hm, dann machen wir das so. Ach so, das geht natürlich nicht. Ja, das macht, glaube ich, keinen Sinn, ne? Hier hinten, da müssen die Arbeiter von links hier hinlaufen, kann das sein? Deine Truppe ist ganz schön auf Zack. Oder? Ich weiß auch nicht. Ich mach's einfach mal. Mal gucken, was passiert. Weil so finde ich das eigentlich ganz schick. Das sieht so aus, als wäre das im Prinzip eins, ne? Ich hoffe nicht, dass das hier hinten jetzt was an der Produktion ändert. Kann ich mir aber fast nicht vorstellen. So, alles gelöscht. Deine Truppe ist ganz schön auf Zack. Also gab es hier einen Brand. Guck mal, habe ich gar nicht mitbekommen. Habe ich gar nicht mitbekommen. Na gut. Ist ja alles gut gegangen. Von daher alles gut. Ich würde jetzt direkt nochmal sagen, wir setzen ein paar Bauernhäuser. Weil wir nur noch 24... Reservearbeitskräfte haben. Das klingt halt auch komisch, ne? Aber... Alle Achtung, ich ziehe meinen Hut vor Ihnen. Dankeschön. Sehr freundlich. Vielen, vielen Dank. So, 3 braucht das, ne? Das Haus. So, ist also immer noch, ne, im
im Bereich der Feuerwehr und des Wirtshauses und des Marktplatzes. Das ist ja wichtig. Ja, perfekt. Es wird mehr, ne? Es wird immer mehr. Sehr schön. Aber wir sind natürlich hier noch nicht fertig. Wo steht denn hier das Getreide, sage mal? Da. Hier. Okay, das steigt langsam. Jetzt brauchen wir aber natürlich noch die, das können wir mal zumachen. Die Mühle. Guck mal, das würde sich doch auch ganz gut machen, wenn die hier stehen würde, ne? Direkt bei den, machen wir mal ein Stück den Weg rein. Hier bei den Getreidefarmen. Doch. Ah, okay. Kann man nur so. Oh, guck mal, wie viele Steine wir mittlerweile haben. Da müssen wir gleich mal gucken, ob wir das ein oder andere Lager auch noch ausbauen müssen. Beziehungsweise könnten wir hier mal jetzt sagen, wir bauen den Hafen aus. Bam. Sehr schön. Schick. Schick, schick, schick. Ich kann kein Zwieback mehr sehen. Oh. Wir kümmern uns hier um alles. Ja, super. Das macht ihr ganz toll. So, das läuft alles. Ihr habt keine Ware. Gut, die ist da auf dem Weg. Und dann braucht man natürlich noch eine Bäckerei. Da sind Schlaglöcher. Passt also auf. So, jetzt ist natürlich die Frage, können wir die Bäckerei eigentlich auch hier hinbauen? Macht eigentlich keinen Sinn, ne? Aber eigentlich gehört eine Bäckerei ja, ne? Direkt in die Stadt. Aber nein, ich würde sagen, wir bauen die hier mit hin. Ach, guck dir das an. Zack. Sehr schön. So, Brot. Beziehungsweise Brötchen. Ne, Brot, ne? Brot wird produziert. Ja gut, jetzt stelle ich aber gerade fest, dass wir echt wenig Weizen produzieren. Weizen. Wenig Getreide. Ich würde hier die Produktion ein bisschen erhöhen wollen. Das gilt ja dann für beide, Sie ne? Wir halten uns ganz schön auf Trab. Ja, Leute, nützt ja nichts. Nützt ja nix. Hä? Wir müssen Gas geben. So, gucken wir uns mal wieder so ein bisschen hier die Produktionsmengen an. Fleisch und Wurstwaren, eigentlich nur Wurstwaren, die steigen. Das ist gut. Steine, also Ziegel steigen, das ist auch gut. Bretter steigen, Fisch ist stabil. Müssen wir mal gucken, ob wir da vielleicht nochmal ein bisschen anpassen. So wie auch hier bei Wolle und Arbeitskleidung. Hier, das müssen wir erstmal ein bisschen warten, dass das in Schwung kommt. Würde ich also sagen, ich schaue mir mal an, ob wir eine Kirche bauen können. Und siehe da, ja, können wir. So. Würde sich hier ja ganz gut machen, ne? Würde sich... Oh, es regnet. Hier gibt's Regen? Okay. Würde sich hier ja auch ganz gut machen, ne? Wenn wir die jetzt hier platzieren würden. Oder hier. Dann würde die auch nochmal in die andere Richtung reichen. So. Ist natürlich angeschlossen jetzt. Ne? Und jetzt haben die hier ihre Kirche. Au, oh, Schnapsproduktion. Warte mal, da müssen wir mal gerade gucken. Schnapsproduktion? Was ist da denn los? Zu wenig. Hier. Wir müssen hier die Produktion erhöhen.
Euch fehlt wahrscheinlich einfach nur die Ware dafür, dass ihr den Schnaps brennen könnt. Müssen wir jetzt vielleicht mal gerade auch überlegen, ob wir eine zweite Kartoffelplantage bauen. Hier, einen Kartoffelhof. Wo war der denn noch? Hier. Nee. Hier. Ach Quatsch. Ein Kartoffelhof, nicht die... So, die hat ja dann auch plus 25%. Gut, das lassen wir natürlich so. Sehr schön. Was? Okay. Dann spülen mal die Rohre. Viel Spaß. So, ganz wichtig hier. Oh, die Produktion von Schnaps. Das ist natürlich... ganz bitter, wenn die zur Neige geht, wenn die ausfällt oder wie auch immer, das ist natürlich gar nicht gut. Brot steigt so langsam, sehr schön. So, was haben wir hier? Das passt soweit, das passt, ja, Schnaps, ne, ein bisschen schwierig momentan. Hier sind sie glücklich, glücklich, auch sehr glücklich sogar, plus 15, plus 5, Inselfrieden, ja, hundertprozentig, das läuft. Falsch. Hier wollte ich hin. Segelproduktionsstätte. Müssten wir auch mal. Apropos, Segel. Was macht denn unser Schiff bereit eigentlich? Für neue Befehle. Den habe ich ja so ein bisschen losgeschickt, den Kollegen hier, die Insel zu erforschen. So, einmal zurück. Ich würde ganz gerne hier unseren Hafen so ein bisschen ausbauen wollen. Kleiner Hafen. Ein Depot. Erhöht die Lagerkapazität auf der Insel. Aha. Hafenmeisterei. Geschützstellung und... oh, wer ist das denn? Ey, guck mal, die haben so ein Dampfschiff schon. Haben wir das auch? Nee, ne? Doch, haben wir auch schon. Okay, ich habe nichts gesagt. Einfach nicht gesehen. So. Aber jetzt wollte ich hier gucken. Bevor das wieder untergeht. Können wir uns das leisten? Eigentlich ja. Oh, 10.000 würde die kosten. Nee. Da würde ich lieber noch ein bisschen mit warten, weil so dick im Plus sind wir auch nicht. Was ist hiermit? Ich bin ein bescheidener Diener Ihrer Majestät, der in heiklen Angelegenheiten wie dieser zu Rate gezogen wird. Okay. Sir Archibald Blake stellt sich vor. Ach, hier ist noch jemand auf der Insel. Ui. Eieiei, guck dir das mal an. Ach, das ist der Händler, wa? Wow. Also mal ganz ehrlich... das ist schick, Leute. Wir reden hier vom Nachwuchskabinett. Okay. Ei, ei. Schön, 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 schön. So, liebe Leute, was müssen wir denn jetzt noch machen? Ich würde sagen, wir gehen ein bisschen in die Stadt. Oh. Kohle und Eisen. Eisen haben wir hier. Haben wir hier vielleicht noch Eisen? Hier. Eisenvorkommen. Dann nehmen wir das hier erstmal. Dann können wir nämlich hier erstmal ein bisschen Eisen abbauen, bevor wir mit den weiteren Produktionszweigen hier anfangen. Mit den Hochofen und so weiter. Da können wir schon mal ein bisschen vorproduzieren. Vielleicht Köhlerei auch. Was benötigt die denn dann? Kann ich die einfach hier hinsetzen? Ich weiß das nicht.
Ach, die wird wahrscheinlich dann quasi einen Wald benötigen, ne? Ich setze sie mal gerade einfach hier hin. Achtung, der Boss. Nö, doch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie dann die macht dann aus Holz irgendwie, ne? Kohle. So wird es ja gemacht. Holzkohle, ne? Müssen wir gleich mal abwarten. Oh, Fortschritt. Oder die bauen Kohle so direkt ab. Oh, ist das hier neblig. Läuft das Fließband schneller als sonst? Ich hoffe doch. So, was haben wir überhaupt? 804 Einwohner, sehr schön. Das hier, ah, wir sind wieder im Minus, ne? Na. Wie sieht's denn mit dem Schnaps aus? Lübt das jetzt? Oh, das wird immer schlimmer mit dem Schnaps. Wir müssen uns um die Schnapsproduktion kümmern. Die war... Hier war die doch. Kartoffeln. Hier. So. Lass uns mal gerade gucken. Gucken. Kartoffeln steigen, der Schnaps aber nicht. Oh, die sind schon bei minus 5. Eieiei. Dann würde ich sagen, bauen wir noch eine zweite Brennerei. Und dann sollte sich das Problem auch gleich behoben haben, Leute. Ja, da würde ich sagen, wird dann gleich auch ein bisschen mehr produziert. Vielleicht sollten wir noch eine Kartoffelplantage bauen. Weiß ich auch nicht. Wäre das vielleicht gut? Ich meine, die arbeiten ja wirklich auf 125%, ne? Wollen wir das machen? Ja. Ist zu spät. Schätzchen, bring Papa doch seinen Hut nach draußen. Ach, guck mal hier. Das ist natürlich auch schick, ne? Jetzt hier so mit dem... Mit den aneinander grenzenden Feldern. Cool. Finde ich mega cool. Leute, muss ich echt sagen. So, jetzt sollte hier aber gleich genug produziert werden. Ne, wir haben jetzt 3 Kartoffelhöfe. Wir haben 2 Schnapsbrennereien. Und sollten dann auch mal drüber nachdenken, das Lager zu vergrößern. Und wie gesagt, ich muss auch mir unbedingt in der nächsten Folge, müssen wir uns unbedingt mal den Handel angucken. Ja, dass wir auch mal ein bisschen was verkaufen. Bretter, Wolle können wir auch mal verkaufen. Ne? Alles das, wo wir genug von produzieren. Also das hier sollte gleich wieder steigen. Und dann sollten wir da auch auf der sicheren Seite sein und auch wieder ins Plus gehen natürlich. Ne? Liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns hoffentlich dann in der nächsten Folge wieder hier bei Anno 1800. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.